Da ist der Winterthur aus Winterthur von Szene Schwinti. Heute reagieren wir ein bisschen auf WM-Sachen, beziehungsweise schauen wir uns Fans in Katar an. Wir schauen am Infantino seine Pressekonferenz an. Und nachher, warum Fans in Katar kein Geld mehr bekommen. Die drei Sachen schauen wir uns in dieser Reaction mal schnell an. Und wir fangen gerade an mit den Fans, die wir hier haben. Hoi Pablo Army 2. Also, weil Fans ziehen wir uns sehr schwer. Ich würde sagen, die Deutschen, vielleicht die Argentiner, wenn wir es kommen, schauen wir uns die Deutschen an. Werbung, ja Mann! Lautstärke, alles gut, sonst schreiben da. Also, das sind jetzt die deutschen Fans in Katar. Ich werde. Wie man sieht, wenn man das schaut, man fühlt sich schon ein bisschen. Deutsch, also man denkt Liesling. Warte, ich mache noch ein bisschen lauter, das Sektor Audio. Ich bin im Spital wegen Darmgarn-OP. Ja, stehst du es gut durch, Bro? Schweizer Fans hat es nicht. Also, ja, ich habe keinen gesehen. Hallo, druck. Auch von der Sprache her, was redet, Hochdeutsch. Also, das ist reines Hochdeutsch. Wahrscheinlich ein komischer Dialekt. Bayerisch vielleicht, wegen dem versteht man es nicht. Oder irgendwie so Sachsisch, vielleicht versteht man es wegen dem nicht. Aber reines Deutsch. Jetzt tun sie da noch ein bisschen Pose. Da. Das ist ein sehr bekannter deutscher Kulturtanz. Der wird vor allem am Oktoberfest sehr gern getanzt. Falls ihr das noch nie gesehen habt, dann weiß ich auch nicht. Habt ihr keine Kulturkenntnis. Aber das ist ein sehr bekannter kultureller deutscher Tanz. So, jetzt gehen sie da noch ein bisschen mobbien. Und da sieht man schon. Alles sehr, sehr. Deutsche Menschen. Sehr deutsche Menschen. Der Bruder, auch sehr deutsch. Gut, der ist vielleicht kein Fan, aber da alles deutsch.